Das ist echt, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit Fred. 17 Uhr, ja, ich hoffe, ihr habt die Clankriegsfolge gut überstanden. Ich hatte mal ein paar Sachen ausprobiert. Neues Intro und so weiter. Ich habe jetzt allerdings, da ich diese Folge jetzt noch vor der Veröffentlichung der 14 Uhr Folge aufnehme, kann ich es jetzt noch nicht sagen. Ich kann noch nicht auf das Feedback eingehen. Okay. Worauf will ich hinaus in dieser Folge? Ich habe meinen Frostzauber fertig. Allerdings das nur so ein untergeordnetes Thema gerade. Einfach weil, es gibt momentan bei uns ein bisschen Stress im Clan. Hervorgerufen durch den Clankrieg, der... Also wir gucken es uns erstmal an. Also Kampftag. Es steht 17 zu 29. So, Gegner hat zwei Angriffe mehr. Im Grunde aber, rein, wenn ich mir die Karte mal angucke, ist noch alles drin. Also gucken wir uns mal meinen Clan an. Der erste kann noch zweimal angreifen. Dann... Der 4., 5., 6., 7. haben beide noch einen Angriff, haben alle noch einen Angriff übrig. Also von daher, es ist doch noch alles drin, also ich verstehe es jetzt nicht. Jetzt schon rumzuheulen, es wäre schon alles verloren. Ach, meine Kapuze, ey. Oh, meine Kapuze ist echt nicht... Ah, okay, jetzt ist sie so, wie ich sie will. Also es ist, meine Haare sind wieder nicht gemacht, tut mir leid, aber, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, also da gibt es zwei Leute bei uns, die sind nur am Meckern, es wäre schon alles verloren und sie wollen nicht mehr angreifen, sie wollen sich das Elixier sparen und so weiter. Also ich würde einfach mal gerne eure Meinung hören dazu, wie das bei euch ist, wie ihr das seht, denn, guckt euch doch mal an, unser Erster kann nochmal angreifen. Sagen wir mal, er rotiert, er kann hier doch locker zwei Sterne holen. Dann holt er hier noch einen Stern, dann haben wir doch schon mal zum Beispiel vier Sterne wieder mehr. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie man dann, wird hier rumgeheult, aber der hier hat doch schon angegriffen, den wollte ich doch unbedingt nehmen und so. Das ist ungefähr so, als würde der FC Bayern in der Halbzeitpause mit 1-0 zurückliegen und wird dann sagen, nö, wir greifen jetzt nicht mehr ein. Und wenn es halt scheiße läuft, dann muss man halt mal einmal mal sich zusammenreißen und trotzdem noch seine Angriffe durchziehen. Einfach, das ist doch... Einfach so, um auch den anderen zu zeigen, ich gebe trotzdem nicht auf, auch wenn es jetzt mal scheiße läuft. Und es läuft, ja, im Grunde lief es nicht so ganz so gut, aber es ist doch egal. Ich meine, der Gegner ist auch stark. Und dann respektlos dem Gegner gegenüber zu sein und zu sagen, es liegt ja nur an uns, dass wir so schlecht sind oder so. Nee, du musst auch mal dem Gegner sagen, der Gegner ist auch einfach mal gut. Und dann musst du dich auch einfach mal anstrengen. Und einfach mal dich zusammenreißen und mal, mal ein bisschen was noch aus dir rausholen. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Jetzt haben wir die 220 Truppen. Bevor ich jetzt diese Folge... Ui. 403.000. Ich weiß nicht, ob ich den Zauber mal ausprobieren soll, den Frostzauber, aber ich glaube... Boah, ich weiß es nicht. Soll ich den Frostzauber mal ausprobieren einfach? Ich meine, selbst wenn ich es nicht bis dahin schaffe... Nee, ich schaff's eh nicht bis dahin. Ich würde sagen, wir suchen uns mal einen einfacheren Gegner zum Testen. Ich hab den Frostzauber noch nicht ein einziges Mal benutzt. Ich weiß aber, dass er 4 Sekunden hält. Boah, das ist echt hart. Also ohne Queen ist das echt schon ziemlich pervers. Ich meine, 50% würde ich hier wahrscheinlich auch schaffen, einfach nur, wenn ich die Gebäude an der Seite wegmache, aber... Nee, wir lassen das jetzt erstmal. Also, es ist mir echt zu riskant in der Aufnahme, dann werde ich wieder Ultra-Fillen. Nein. Vor allem kann ich jetzt erstmal meine Lava-Lunion-Taktik für den Clan-War kann ich jetzt erstmal endlich mal perfektionieren. Von ihm mal nehmen? Er hätte zwar nicht ganz so viel, aber ich könnte den Frostzauber endlich mal ausprobieren sofort. Wo hat er denn? Er hat da die Clanburg, er hat da die Helden. Ich bin am überlegen, einfach mal so aus Testzwecken es einfach mal drauf ankommen zu lassen. Ich bin am PC, das seht ihr. So, 1, 2. Jetzt kommt der Frost! Da ist der Frostzauber doch. Oh, er hält nicht lange, Aber ich hoffe mal, er hält lange genug. Oh mein Gott. Ja, ich bin echt noch am Überlegen, ob der Frostzauber jetzt auf 1 so der Ultra-Burner ist, aber egal. Ich setze jetzt mal die Lakaien hinterher. Setz gleich mal den König noch hinterher. Der kann jetzt hier durchgehen. Ja, Bombe, das interessiert den König natürlich alles nicht. So, das interessiert den König auch nicht, dass da so Skelettfallen sind. Das ist ihm auch egal. Ja, dann hole ich mir mal eben noch das dunkle Elixier. Nein, wieso geht er jetzt dahin? Wieso geht er jetzt... Oh, du dummer König, geh doch einfach durch die... Da ist doch alles frei, geh doch einfach da durch, wo ist das Problem? Oh, ey, das ist echt wieder so... Die Mauer ist weg, ihr könnt da durchgehen, aber er geht einfach nach rechts. Warum geht er nach rechts? Das ist so die Frage, die ich mir da stelle, ne? Also gut, wenn es lockere zwei Sterne, ist mir auch egal im Grunde.
Ich wollte eigentlich nur mal den Frostzauber testen. Aber muss ich sagen, ja, vielleicht ein bisschen zu früh gesetzt, den Frostzauber. Allerdings musst du überlegen, wenn er nur 4 Sekunden geht, schwierig. Ja, ich bin momentan ja noch in Kristall 3. Ich will ein bisschen hochgehen auf jeden Fall. Mal eben einen Schluck. Achtet jetzt mal auf meine... Ich hab hier überall Fusseln, ey. Was ist denn hier los? Oh. Das sieht schon echt... Muss ich sagen, sieht schon recht stylisch aus hier mit der Kapuze. Also es sieht relativ scheiße aus natürlich, das wollte ich damit sagen. Wir bauen jetzt uns auf jeden Fall nochmal 2 Frostzauber hinterher, einfach weil ich die so geil finde. Die sehen halt lustig aus. Und jetzt achten wir auf die Tasse. Heute eine ganz besondere Tasse. Was ist das? Eine Fußballtasse. Nämlich passend zum baldigen Start der Bundesliga. Ich würde aber sagen, damit wir natürlich auch noch einen Angriff hinkriegen und ich vielleicht noch auf diese 2100 Pokale komme, die mich dann... Ich würde ganz gerne dem Clan von Matthias mal einen kleinen Besuch abstatten, einfach nur mal so aus Spaß. Dann würde ich sagen, wir bilden mal noch ein paar Truppen aus und denkt auf jeden Fall dran, eure Meinung zu posten in den Kommentaren. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von solchen Leuten, die dann... Ich sage auch jetzt keine Namen. Ich meine, es sind beides gute Spieler. Das ist, steht überhaupt nicht in Frage, aber... Also diese Einstellungssache, ne, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so unverständlich für mich wirklich. Das ist einfach unverständlich. Wir können ja mal gucken. Hat immer noch nichts getan. 7 Stunden haben wir noch. Wir haben ja nicht gerade mal die Hälfte aller Angriffe genutzt. Ein bisschen mehr. Also ist noch alles drin und bleibt dabei. Und wir machen eben eine kleine Pause, bis ich meinen Gegner gefunden habe. Also mach's gut. Tschüss. Ah, ganz ehrlich, Leute. Ich muss ihn jetzt mitnehmen. Es ist natürlich keine 50% Base oder so, aber... Leute, guckt euch die Base mal an, ganz ehrlich, ey, das ist echt... Das kann doch nicht wahr sein, oder? Boah, das kann doch echt nicht wahr sein. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen mit dieser Base? Das ist einfach unglaublich. Guckt euch die Base an, das ist... Schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Also wirklich, ich sage ja oftmals... Das ist echt... Ich sage ja oftmals, es sind what the fuck Bases, aber... In diesem Fall, habt ihr schon mal eine größere What the Fuck Base gesehen? Ganz ehrlich. Seid ehrlich, habt ihr schon mal eine größere gesehen? Nein, oder? Nein. Nein, 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 nein. Niemals. Niemals. Das ist unglaublich, ey. Das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Was denkt man sich dabei? Ach, das ist. Ah, gut, meine von meinem zweiten Account, okay. Die ist noch größer, ich geb's zu. Die wird auch so schnell wahrscheinlich niemand toppen, aber trotzdem. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade noch irgendwie innerlich dabei, das zu verarbeiten. Ich würde die auch so gerne 100% voll machen eigentlich, weil er es im Grunde verdient hat mit dieser Base. Er spielt ja gar nicht mehr. Ei. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sagt's mir, Leute, sagt es mir. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir nehmen jetzt natürlich noch eben den Rest hier mal noch mit. Ich lasse die Lakaien jetzt auch noch mal eben drüber fliegen. So viel, wie sie mitnehmen können, sollen sie sich noch eben nehmen. Ist jetzt auch nicht so, sind jetzt auch nicht so die ultra-kostenintensiven Truppen, sage ich jetzt mal, die Lakaien. Ihr merkt, ich werde das hinter in meiner Audiospur sehen, dass ich, sobald der Angriff läuft, dann plötzlich am Anfang die Intensität oder die Häufigkeit meiner Stimme dann abnimmt. Weil es einfach... schwer zu verarbeiten ist. Vor allem Level 9 Helden. Den muss ich mir mal merken hinterher. Den gucken wir uns gleich mal an. Den Clan gucken wir uns gleich mal an. Ich will mal echt mal so gerne wissen, wie viel er gefarmt hat. Das interessiert mich. Wir machen jetzt mal ein Ratespiel. Wir machen jetzt mal ein Ratespiel daraus. Scheiße, ich hätte das Rathaus noch gerne mitgenommen. Allerdings habe ich noch 2 Hexen in der Klamuk. Die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schade dafür. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so stehen. So. Jetzt machen wir mal ein Ratespiel. Was glaubt ihr? Dieser jemand hat Rathaus 10. X-Bögen auf Maximum, Inferno-Türme, habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, welches Level die waren. Wie viel Millionen Gold hat dieser jemand gefarmt? Das ist jetzt das Ratespiel. Und eure Antwort bitte jetzt abgeben. Wir gucken es nämlich jetzt nach. Ich sage, boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Wann kann ich die denn teilen? Ich kann die leider erst wieder in 13 Minuten teilen. Im Clan, also, ich schätze mal, der jemand hat gefarmt, boah, 10 Millionen. Ich sage... Wobei, ich sag 15 Millionen hat er gefarmt. Ich sag 15 Millionen. Boah. Alter. 5.217.063. Heftig. Quaka Oatmeal Hate Zeus. Das schreibe ich das mal hier rein. Clan. Ah, wie ist der denn nochmal? Ich hab so ein schlechtes Gedächtnis.
Quaker Oatmeal Clan. Quaker Oatmeal Name. Hey Zeus. So. Ich hoffe mal, das passt auch. Ich habe mich jetzt nicht verschrieben. Quaker Oatmeal Hey Zeus. Zieht es euch rein. Ja, wie gesagt, ich sage bei vielen Bases natürlich immer, sie sind noch ganz gut, sie können noch verbessert werden, aber diese Base gerade. Ui. Ui, ui, ui. Das muss ich wirklich erstmal sacken lassen. Ich bilde jetzt mal neue Truppen aus und das war auch im Grunde schon das Ende dieser Folge. Es war ein Ende mit Knall auf jeden Fall heute mal. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Leuten haltet, von mit der Clankriegseinstellung hier. Ist das eh schon verloren und so weiter. Abonniert nicht vergessen, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.